Eine Kirche und ein Gemeindehaus brannten in der Nacht zu Dienstag in Garbsen nahe Hannover aus. Offenbar nach fahrlässiger Brandstiftung. Gegen 1 Uhr in der Nacht meldeten Anwohner Flammen am Gemeindehaus und der Kirche. Sofort rückte ein Großaufgebot an Feuerwehren an. Ja, wir haben hier von zwei Seiten oder quasi einmal ums Gebäude rum Einsatzkräfte stehen. Zwei Drehleitern bekämpfen das Feuer von oben und mehrere Trupps unter Artenschutz bekämpfen das Feuer hier von außen und versuchen halt die Flammen jetzt so nach und nach in den Griff zu kriegen. Trotz des massiven Einsatzes brannten das Gemeindehaus und die Kirche komplett aus. Es entstand hoher Sachschaden. Noch am Einsatzort nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Anwohner berichteten, dass vor dem Brand offenbar Jugendliche am Gemeindehaus gezündelt hatten. Nach einer Weile war Ruhe, ich bin ins Bett gegangen und hatte natürlich noch nicht geschlafen, weil das eben kurz vorher erst war. Und habe dann das Feuer gesehen, eine helle Rauchsäule, Funkenflug und dann offenes Feuer. Die Löscharbeiten an der Kirche dauerten bis in die Morgenstunden.